Morgen, entschuldige. Du Wachdienst ist sowieso nichts los. Servus. Ja, immer. Sag mal, ist halt nicht Vatertag. Doch, eigentlich schon, aber der Vater ist in Stockholm. Auf Stockholm? Au, oh, eine wunderbare Stadt. Sehr romantisch. Gesundheit. Guten Morgen. Gesundheit. Wohl, danke. Ist heute nicht eigentlich Philippstag? Ja, aber der Papa ist in Stockholm. Muss einen Kollegen vertreten. Was ist eigentlich mit dem tschechischen Kindermädel? Du meinst Olga? Die kommt aus Tschetschenien und müsste jeden Moment hier sein. Hey! Guck mal, wer da kommt. Vielen Dank. Es tut mir leid, schneller ging es nicht. Ist das wirklich in Ordnung für dich? Kein Problem. Gut. Viel Spaß euch zwei. Tschüss. Ruf an, wenn was ist. Ja, ja, ja. Und lebt die Olga eigentlich auch mit der St. Peter-Ording? Das ist ein Familienwochenende. Moment mal, St. Peter-Ording, das ist doch an der Ostsee. Nordsee. Ah, da soll es aber schneien. Wir fahren, ob schneit oder nicht. Komische Leute. Wir gehen zum Skifahren, wenn es schneit. Und ihr fahrt sonst mehr. Ah? Nordsee. Wurscht, alles Wasser. Aber salzig. Ist für dich. Mann, ey, was für Knallköpfe. Südländische Temperamente. Hm? Hi. Moin, Franzi. Moin. Alles in Ordnung? Naja, ich kann Olga nicht erreichen. Wir brauchen noch Windeln. Also ich meine, normalerweise hat sie das Telefon immer griffbereit, wenn sie mit Emma unterwegs ist. Tut mir leid, Franzi, aber mit deinem freien Tag buchen ist mit allerdings. Die Großdemo in der Schanze. Warte, was jetzt doch? Jo, großräumige Absperrung. Wir müssen ab 10 Uhr vor Ort sein. Och, Mann. Okay, Franz, ist doch wurscht. Dann fährst du nicht übermorgen in der Früh. Ja, mit 1000 anderen Menschen im Stau stehen, super. Mit wie vielen Demonstranten rechnen wir denn, Wolle? So um und bei 1000. Unfall mit Fahrerflucht und Personenschaden an der englischen Planke. Wir übernehmen. Tschüss. Ciao. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege. Auf die Schanzendemo, da freuen wir uns immer alle ganz besonders. Ja, ich hab schon Angst gehabt, ich verpasst was. Komisch. Hat Ihnen jemand den Unfallhergang beobachtet? Hase! Was ist mit dem Kind? Gibt kein Kind. Und der Fahrer? Fahrerin, hat sie mich erwischt. Wer ist sie? Wir müssen echt los. Gib Ihre Sachen zu Frauke, okay? Ja, ja. Bis gleich. Da in die Straße reingefallen. Haben Sie noch einen Moment zur Verfügung? Wir kommen noch auf Sie zurück, ja? So, es war wohl so, ein blauer Thunderbird hat die Radfahrerin angefahren. Wie sieht denn noch mal ein Thunderbird aus? Oh. Walter Seele hat eine Wissenslücke, ja? Walter Seele hat Mut zur Lücke, schon seit dem Kindergarten. Fahrer war ein Mann. Ist er zu schnell gefahren? Nee, hat ihn wohl einfach übersehen. Übersehen? Das merkt man doch, wenn man sowas überfährt. Die Chancen stehen gut, dass wir den Wagen finden. Er hat so Flammen an der Seite. Flammen? Ja, so rot-gelb lackierte Flammen auf der Seite. Eine rote Hamburger Nummer mit 09 am Anfang. Aha. Und die ältere Dame, die wir ein Kind im Kindersitz gesehen haben. Hase hat gesagt, da war kein Kind. Wie glaubwürdig? Hat sie gesehen, wo das Kind hingelaufen ist? Nee, und davon abgesehen, die anderen Zeugen haben auch kein Kind gesehen. Schreibst du die Nummer auf, bitte? Entschuldigung, Sie haben kein Kind gesehen? 421, 421, 4, 21. 21 gehört. Wir sind auf dem Weg ins EKH. Kümmert ihr euch schon mal um den Wagen des Unfallfahrers? Der Fahrer ist flüchtig in einem blauen Thunderbird mit so rot-gelb lackierten Flammen an der Seite. Ein rotes Hamburger Kennzeichen, die Nummer fängt mit 09 an. Ja, leck mich doch. 5 Autos abbrennt in einer Nacht, das ist ein Wahnsinn. Ja, guter Durchschnitt vor der Schanzendemo. Durchschnitt? Da braucht ihr bei uns 5 Jahre dazu. Ach, bei euch wurde man dafür ja auch gevierteilt. Mindestens. Könntet ihr bitte mal rausfinden, wem dieser blaue Thunderbird gehört? Blauer Thunderbird mit rot-gelben Flammen. Also,
Geschmack habt ihr überhaupt keinen. Soll ich dir mal einen Tee machen? Sieht echt nicht gut aus. Ja, bitte. Ich muss mal. Ich bin gleich wieder da. Jo, dann trinke ich einen Kaffee oder so. Ach, moin, Mattes. Hast du einen Moment? Moin. Ja klar, ich wollte mir eh gerade einen Kaffee. Schlecht, aber heute Abend 20 Uhr bei mir. Okay. Was? Gehört der Radfahrerin Olga Dubitsch. Wohnt in der Langenfelder Straße, steht aber nicht im Telefonbuch. Also kann ich auch ihre Familie nicht informieren. Aber du als mein liebster Freund und Helfer. Ja, tja, kein Problem. Also hör zu. Heute Abend um 8, das passt mir. Krankenhaus Hamburg, Sie sprechen mit Frauke Prinz. Was kann ich für Sie tun? Vergiss es, bis befitzt die Dürre. Ja, einen Moment. Ich schau mal nach, ja? Wer da? Olga Dubitsch. Das Unfallopfer heißt Olga Dubitsch. Heißt das Kindermädchen von Franzi nicht auch so? Ja, aber es muss ja nicht ausgerechnet die Olga sein. Aber wenn sie es war, dann hatte sie vielleicht Emma dabei. Da war ein Kindersitz auf dem Fahrrad und... Mattes, da war kein Kind. Jasmin. Du, ich habe leider gar keine Zeit. Ist nur ganz kurz wegen Olga Dubitsch, ne? Ah, du meinst die Radfahrerin. Die kann froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist ohne Helm. Sie ist noch im OP. Hat sie irgendwas von einem Kind gesagt oder dass sie eins dabei hatte? Nö. Können wir denn kurz mit ihr sprechen? Ich sag euch Bescheid, wenn ich mehr weiß, ja? Ich muss zur Dienstbesprechung. Bis dann. Dann reden wir mal mit Franzi. Ah, danke. Hast du gewusst, dass in Hamburg die meisten Cabrios fahren? Ja, die Hamburger mögen es eben gerne luftig. Ich brauche viel Platz über dem Kopf. Ja, gut, ich bin auch gern oben ohne unterwegs, aber in Hamburg bei dem Wetter, entschuldige. Also. Oben ohne? Ja. Fährst du mit deiner Angeberschüssel immer die Leopoldstraße hoch und runter? Nein, ich bin eher im Gelände unterwegs, im Corleone. Dein Auto heißt nicht wirklich Corleone? Nein, mein Pferd. Du hast ein Pferd? Feile aber ein Pferd. Wieso soll ich kein Pferd haben? Traust du mir das nicht zu? Doch, klar. Also. Die hat ein Pferd und ich wollte immer zur Reiterstaffel. Franzi, hör mal, wegen deinem Kindermädchen. Olga, wie heißt sie weiter? Dubitsch. Bist du interessiert? Die ist aber erst 22. Wieso erst? Also bitte, Franzi. Olga liegt im EKH. Sie war mit dem Fahrrad unterwegs. Was ist denn mit Emma? Es war kein Kind an der Unfallstelle und es wurde auch keins ins EKH. Was ist mit Emma? Wissen wir momentan nicht. Franzi, warte mal. Mach das. Ich gebe eine Fahndung nach Emma raus. Du versuchst, Philipp zu erreichen. Seine Handynummer ist in Stockholm. Mach eine Evo-Abfrage. Vielleicht ist Emma bei irgendwelchen Verwandten von Olga. Was hatte die Leute an? Blau, glaube ich. Ich glaube, es war rot. Ich habe nur die Mailbox. Oh, oh. Krankenhaus Hamburg, Sie sprechen mit Franzi, mit Frauke Prinz, was kann ich für Sie tun? Okay, Franzi. Entschuldigung, wen wollten Sie sprechen? Vermisst wird seit heute Morgen die 11 Monate alte Emma Jung. Emma ist etwa 80 cm groß, hat braune Augen, trägt eine Wollmütze und eine rote Winterjacke. Hinweise bitte ans PK 21. Dankeschön. Also, irgendwann bei der Olga, der Honda ist nix. Wo steckt die denn bloß? Dann lässt du mit allen Werkstätten die Autos lackieren. Auf die Oldtimer Airbrush? Alle. Gut. Halte Abfrage? Läuft noch ohne Ergebnis. Du, ich hätte sie auch nochmal ausgedruckt. Ja, aber so geht schneller. Hast du recht. Hallo? Ja, Leitl, PK 21. Es geht um einen blauen Thunderbird. Ja? Ja, Sela, PK 21. Guten Tag. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, machen Sie auch Airbrush für Auto? Gemälde und sowas? Hol sie bitte aus der Narkose. Das geht nicht, sie ist noch im OP. Dann unterbricht die OP. Franzi. Wann kann ich mit dir reden? Frühestens in 2-3 Stunden. 2-3 Stunden? Dann kann es so spät sein. Emma ist weg. Wie weg? Olga ist Emmas Kindermädchen. Sie hat die Lütte heute Morgen abgeholt und ist wahrscheinlich die Einzige, die weiß, wo Emma ist. Ich sag dir Bescheid, sobald sie aus der Narkose raus ist, ja? Okay. Und Philipp sitzt immer noch im Flieger. Bis er da ist, hat sich bestimmt alles aufgeklärt. Ich kann hier nicht 2 Stunden lang rumsitzen und nichts tun. Das sollst du auch nicht. Pass auf, wir fahren jetzt zu euch. Komm. Mit Emma ist alles okay, versprochen. Ach, Frauke, die Tasche von Olga Dubitsch.
Danke. Ein blauer Thunderbird. Ja, genau. Achso, Sie haben keine Oldtimer. Ja, gut. Dankeschön. Verstanden. Danke sehr. Wir waren bei Franzi zu Hause auf dem Spielplatz, bei Olga. Nichts. Was soll ich sie von Olga? Ja. Naja, Frauen tragen gerne. Ich kontaktiere den Anbieter. Wir brauchen nur eine neue PIN-Code für die SIM-Karte. Das ist ein Leihschein von der Uni-Bibliothek. Zumindest der Anfang. Soll ich da mal anrufen? Ja. Franzi, was studiert denn die Olga eigentlich? Ich glaube, sie hat noch nicht mal eine Studienzulassung. Weißt du, was ich die ganze Zeit denke? Wenn Philipp diesen Job nicht angenommen hätte, dann hätten wir nie ein Kindermädchen engagiert. Ich kenne Olga überhaupt nicht. Vielleicht ist sie ja ganz anders. Vielleicht habe ich mich geirrt. Na, du hast dich nicht geirrt. Franzi, ich kenne dich noch nicht lange, aber wenn ich was weiß, dann, dass du Menschenkenntnis hast. Und wenn die mich diesmal im Stich gelassen hat? Wenn Olga Emma entführen wollte? Es gibt überhaupt keinen Hinweis auf Entführung. Franzi, ich bin mir sicher, deiner Tochter geht's gut. Hey, wir finden's. Berger warte schon. Ich komm gleich. Hier wohnt Olga, hier ist das PK und hier ist der Unfall passiert. Okay, also, sie hat die Kleine da abgeholt, das war um 8:30. 45 Minuten später war der Unfall an der englischen Planke. Wir versuchen gerade einzugrenzen, wo Emma sein könnte. Franzi, wenn du nach Hause willst. Nein, will ich nicht. Also, wo? Also, wenn wir Zeitpunkt und Distanz zueinander in Beziehung setzen und berücksichtigen, dass sie erst mit der Kinderkarre und dann mit dem Fahrrad unterwegs war. Sie kann hier überall sein. Gibt's vielleicht irgendeinen Hinweis auf Entführung? Hältst du Entführung für möglich? Nein. 5 von den 6 Zeugen haben überhaupt kein Kind am Unfallort gesehen. Dazu die Fahrerflucht. Nein. Vielleicht hat Olga sie ja bei einer Freundin gelassen. Ja, oder beim Freund. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt einen Freund oder eine Freundin hat. Eltern, Geschwister, Verwandte. Sie hat nie etwas von einer Familie erzählt. Bei der Ausländerbehörde ist sonst niemand unter dem Namen Dubitsch registriert. Hat Olga eine Mitbewohnerin, eine Nachbarin? Wem könnte sie Emma anvertraut haben? Keine Ahnung. Also, die beiden wichtigsten Fragen lauten: Bei wem könnte Emma sein? Wo wollte Olga hin? Das Fahrrad. Wem gehört das Fahrrad? Olga hat gar kein Fahrrad. Wir haben einen Code, der Besitzer wird ermittelt. Franzi, du hast doch sicher ein aktuelles Foto von Emma. Wir lassen das vergrößern. Ich schicke noch ein paar von den Kollegen mit raus. Ein Team zum Unfallort,
eins zu Olgas und eins zu Franzis Wohnung. Fragt in Geschäften, Cafés und auch auf Spielplätzen nach. Also, auf geht's! Franzi? Wir finden Emma. Entschuldigung, können Sie uns vielleicht helfen? Wir suchen dieses Kind. Entschuldigung? Entschuldigung, bleiben Sie mal da stehen! Franzi! Entschuldigung, die Kollegin hat Sie verwechselt. Das ist derselbe Buggy. Auf dem Weg. Das ist die Versichertenkarte von Olga Dubitsch. Mhm. Ja und? Die ist nie im Leben 30. Also in echt, meine ich. Was willst du damit sagen? Dass mit der Karte was nicht stimmt. Dass vielleicht aber nicht nur mit dieser Karte von dieser Olga Dubitsch was nicht stimmt. Kein Wort zu Franzi, ja? Sonst dreht sie völlig durch. Ich kläre das. Okay. Wir können. Olga ist gerade erst aus der Narkose erwacht. Erwarte bitte nicht zu viel. Und nur kurz, ja? Stockholm? Ich weiß nicht. Olga, welcher Tag ist heute? Donnerstag. Sie hatten einen Unfall mit dem Fahrrad, erinnern Sie sich? Wieso Unfall? Nein. Wo ist Emma? Olga, wissen Sie, wer Emma ist? Ja. Aber ich habe Emma noch heute gar nicht gesehen. Wo ist meine Tochter? Franzi. Olga braucht jetzt Ruhe. Komm bitte. Wo Emma ist. Sie hat sie doch abgeholt. Sie lügt. Olga lügt nicht. Sie hat eine retrograde Amnesie. Durch die Gehirnerschütterung ist ihr Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt. Dazu die Narkose, sowas kann passieren. Aber sie weiß doch... Die Amnesie ist mit Sicherheit nur vorübergehend. In ein paar Stunden. Jasmin, meine Tochter ist weg. Und ich will wissen, wo sie ist. Jetzt. Nicht in ein paar Stunden. Franzi, ich verstehe das. Das kannst du überhaupt nicht verstehen. Du hast keine Kinder. Es gibt kein Medikament, um die Erinnerung zu aktivieren. Ich sag dir Bescheid, wenn ich was weiß. Franzi.
Ich bedanke mich. Wiederhören. Patrick Becker, Hausweg 119. Was? Der Thunderbird. Der Thunderbird, den hat eine Lackiererei Otto im Ausschlägerweg verschandelt. Jetzt geht noch mal was vorwärts. Danke, bitte. Ja, Pinker, alles, was ich wollte, Berger. Jetzt aber, es geht noch mal um das verbisste Kind. Hast du da was Ohr für mich? Ja, ich warte. Ich kann mich nicht erinnern, wirklich. Mein Kopf ist wie ein Loch. Wo könntest du sie denn hingebracht haben? Zu einer Freundin. Deinen Eltern? Ich habe keine Eltern mehr. Das Fahrrad. Wem gehört das Fahrrad? Wo wolltest du denn hin? Ich weiß nicht. Du hast mal gesagt, du lässt Emma nie aus den Augen. Wo ist sie? Hast du eigentlich jemals auf sie aufgepasst? Emma ist wie mein Kind. Ich beschütze sie vor allem. Du weißt nicht mal, wo sie ist! Hast du sie allein gelassen? Es tut mir leid. Und dir habe ich mein Kind anvertraut. Ich habe gerade mit Jasmin gesprochen. Ist das mit Franzi? Nein, nein. Sag mal, Olga Dubitsch. Wie alt schätzt du die? Anfang 20? 22 hat die Franzi gesagt. Obwohl, laut Pass ist sie schon 30. Ja, laut Versichertenkarte auch. Vielleicht sieht sie jünger aus, als sie ist. Falsche Papiere. Das wäre eine logische Erklärung. Ja, was hat das jetzt mit dem Verschwinden von Emma zu tun? Ich meine, die EWO-Abfrage hat auch nichts anderes ergeben. Bei der Ausländerbehörde liegt nichts gegen Olga vor. Vielleicht hilft uns das Radl weiter. Das Fahrrad von dem Unfall, das gehört einem gewissen Lars Wuttke. Und der arbeitet in der Tischlerei Illitsch. Sehr gut. Informier Melanie und Mathis, die sollen das checken. Ich würde gerne mit der Franzi fahren. Ich glaube, die braucht ein bisschen Ablenkung. Ah ja, ist gut. Mach das. Was Neues von Philipp? Ja, wenn alles gut geht, dann müsste er in der Stunde hier auf der Batte stehen. Gut. Franzi? Habt ihr Emma gefunden? Nein, noch nicht, aber wir wissen jetzt, wem das Fahrrad gehört. Und was noch? Die Papiere von eurer Olga, also die sind möglicherweise falsch. Falsche Papiere? Heißt das, Emma wurde doch entführt? Na, Franzi, das heißt im Moment noch gar nichts. Das heißt nur, dass die Dubitsch wahrscheinlich unter falschem Namen in Deutschland ist. Sonst nichts. Emma ist weg. Philipp nicht erreichbar und unser Kindermädchen ist. Okay. Wem gehört das Fahrrad? Zurück, der Chef. Er hat bloß vorhin angerufen und gesagt, ich soll den Termin absagen. Hat er gesagt, warum? Sagt Ihnen Ihr Chef, warum er Termine absagt? Nein. Kennen Sie die Frau, Olga Dubitsch? Nee, nie gesehen. Und wieso ist sie heute mit Ihrem Fahrrad gefahren? Mit meinem? Das kann gar nicht sein, das steht da draußen. Ja, so schauen Sie mir lieber nach. Hat die echt mein Rad geklaut? Ja, es ist kein Problem, das ist bei unserem Revier. Haben Sie das Kind schon mal gesehen? Nee. Niedlich, ne?
Hab selbst zwei von der Sorte. Ist was mit der Lütten? Hab ich was Falsches gesagt? Nein, nein, nein. Sagen Sie, kann es sein, dass die Dubitsch die Freundin von Ihrem Chef ist? Nee, keine Ahnung, aber eine Freundin habe ich hier noch nicht gesehen. Mhm. Haben Sie eine Handynummer von Ihrem Chef? Ja, sicher. Aber das können Sie vergessen. Der lässt das dauernd liegen. Man fragt sich, wozu der überhaupt ein Handy hat. Ja. Gut, wenn er zurück ist, dann soll er sich bei uns melden. Fix. Haben Sie was zum Schreiben? Ja, sicher. Bitte. So. Dankeschön. Hoffentlich finden Sie die Kleine, ne? Hoffentlich. Wieder schauen. Tschüss. Moin! Du, Bollo? Meine Sela, PK21. Das ist meine Kollegin Hansen. Moin. Moin. Ganz schön abgefahren. Selbst entworfen. Aber wohl nichts für einen Bullenwagen. Nee, wir stehen noch mehr auf Flammen. Bei uns brennt ja auch öfter mal die Luft, ne? Kriegst du das hin? Ja klar, wenn die Kohle stirbt. Wer hat eigentlich den Thunderbird von Patrick Becker lackiert? Waren Sie das? Aber schon letztes Jahr. Und der Wagen ist gerade hier, zur Inspektion? Gehört zu unserem Servicepaket für Stammkunden. Wer bei uns lackieren lässt, kriegt die Inspektion 20% billiger. Bietet sonst niemand an. Und Herr Becker ist Stammkunde? Jo, seit 15 Jahren. Das hat sich jetzt wohl auch erledigt, ne? Herr Otto, heute Morgen wurde mit dem Thunderbird von Herrn Becker eine junge Frau angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer ist geflüchtet. Moment, hat Patrick etwa? Nein, der ist bis Ende der Woche im Urlaub. Irgendeine Ahnung, wer mit dem Wagen gefahren sein könnte? Kollege, der heute Morgen die Spritz zugemacht hat? Keine Ahnung, ich habe bis 10 gepennt. Gleich wurde eingebrochen, der Schlüssel geklaut? Nee. Videoüberwachung? Rausgeschmissenes Geld, findet mein Vater. Na gut, falls Ihnen irgendwas noch einfällt. Melde ich mich bei Ihnen? Genau. Tschüss. Der Fahrzeug, die verarscht uns. Keine Einbuchspuren in der Werkstatt, keine Videoüberwachung. Die Mitarbeiter sind alle überprüft, der Vater auch. Wir haben alle ein Alibi. Es kann nur Luke Otto der Unfallfahrer sein. Selbst wenn. Ohne Beweise? Der Thunderbird wurde gefunden. Sie war von Utrecht, Ecke Heid, Hobby und die Jungs von der KDU sind schon dran. Ja, wir jetzt auch, ne? Einfach so. Lasst euch schmecken. Wir ermitteln in alle Richtungen. Bitte keine Floskeln, ja? Wir gehen davon aus, dass euer Kindermädchen Emma bei irgendjemanden untergebracht hat. Und wir versuchen... Meine Kämpferin. Olga ist nicht Olga. Ja, ich weiß. Berger hat mich schon informiert. Sie behauptet, Emma heute noch gar nicht gesehen zu haben. Sie kann sich nicht daran erinnern. Retrograde Amnesie. Jasmin sagt, das kann Stunden dauern, oder? Tage. Oh Gott. Ja, wenn der Thunderbird wieder da ist, dann ist ja alles cool. Nee. Ja, verstehe ich nicht. Was gibt's denn daran nicht zu verstehen, du Vogel? Du hast Fahrerflucht begangen, anstatt erste Hilfe zu leisten. Das ist eine Straftat. Ey, ich hab doch schon gesagt, ich hab bis 10 gepennt. Mit dem Wagen wurde eine junge Frau angefahren und schwer verletzt. Und du bist der Einzige, der als Fahrer in Frage kommt. Jetzt hör mal zu, Picasso. Wenn man überführt ist, dann macht Leugnen überhaupt keinen Sinn mehr. Luke Otto, Sie sind vorläufig festgenommen. Sie können Ihre Aussage verweigern. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Komm schon, Leute! Verdammt doch mal, du hast eine junge Frau angefahren! Eine junge Frau und ein Kind. Wieso Kind? Der war doch überhaupt gar kein... Peter 21 für Peter 21, 1, Anton.
Wir brauchen eine Personenüberprüfung für einen gewissen Luke Otto. Hören Sie, da kam so ein Idiot ins Transporter, der fuhr viel zu weit in der Mitte. Ich musste ausweichen. Wer die nicht auf der Straße rumgegurkt, sondern auf dem Radweg. Was also, selber schuld, ja? Natürlich! Alles klar, verstanden, Wolle. Danke dir. Na sowas. Du musstest ja schon letztes Jahr die Pappe abgeben, ne? Körperverletzung plus Fahrerflucht und Fahren ohne Erlaubnis. Ich würde mal sagen, das gibt nicht nur eine Verwarnung, Freundchen. Ah, scheiße, ich kann fahren. Ich bin noch nie geblitzt worden. Oh, wow. Mann, der Thunderbird ist mein absolutes Traumauto. Ich wollte doch bloß meine kleine Runde drehen. Ja. Mann, ich kann doch nicht dafür. Leg das besser mal in die Klappe. Hey, das kleine Revier. Franzi? Das Foto im Pass, das ist nachträglich neu gemacht. Das heißt, sie ist definitiv illegal in Deutschland? Ja. Tut mir leid, Franzi. Falsche Papiere sind meist die letzte Chance auf ein neues Leben. So eine Scheiße. Ich hätte einfach nur mal einen Blick in den Ausweis. Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte. Mein Gott, ist das alles ein Traum. Das wird sich alles klären. Aber jetzt hat erstmal Emma absolute Priorität. Am besten, ihr sprecht noch mal mit dieser Olga. Die heute sie tapfer. Tun sie beide. Was ist denn mit diesem Tischler, diesem Iljitsch? Ja, der seit 10 Jahren in Deutschland stammt aus Krosny, hat keine Angehörigen und hat nicht einmal einen Punkt in Flensburg. Wissen wir wenigstens inzwischen, wo Olga hin wollte? Nein. Aber die stammt auch aus Krosny. Also genau wie der Iljitsch da. Das passt doch irgendwie zusammen. Da besorge ich uns doch mal einen Durchsuchungsbeschluss und du fährst dann noch mal hin. Wer ist er wirklich? Wir wissen, dass du unter falschem Namen in Deutschland bist. Woher kommt das Fahrrad? Wo wolltest du hin? Wo ist Emma? Ich weiß nichts von dem Fahrrad. Wer ist Piotr Iljitsch, dein Freund? Was ist denn los mit dir? Wieso lügst du? Was willst du von uns, Geld? Franzi. Wo ist Emma? Das bringt so nichts. Ich will wissen, wo mein Kind ist. Lass mich einen Moment mit dir allein. Sie soll mir endlich sagen, wo unsere Tochter ist. Wer ist Piotr Iljitsch? Du kennst ihn. Ist immer bei ihm? Ich kann nicht. Du hast nichts gesehen. Peter 21 für Peter 21, 2 Anton. Peter 21 hört. Wolle, hau mal Erfahrung aus. Piotr Iljitsch. Ich glaube, die hat die Emma. Wieso lügst du? Du hast die ganze Zeit gewusst, wo sie ist, stimmt's? Sie ist bei Piotr Iljitsch. Ist sie da?
ist meine Tochter bei Pjotr Ilitsch. Wer ist dieser Mann? Pjotr ist mein Bruder. Franzi. Wir kennen uns noch nicht, ich bin. Wir wissen sehr genau, wer Sie sind. Bitte, wir wollen jetzt einfach mit der Kleinen nach Hause. Sind Sie böse auf Olga? Bitte, sie hat sich nur etwas verspätet. Sie wird sicher gleich da sein. Ihre Schwester ist im EKH. Im Krankenhaus. Warum? Was ist passiert? Sie hatte einen Fahrradunfall. Aber es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Ich muss sofort zu ihr. Ich hole noch was. Dass was Furchtbares passiert ist. Olga hat Ihnen nichts gesagt? Sie hat einen Termin an der Uni. Ich schwöre, ich habe Emma nicht aus den Augen lassen, keine Sekunde. Wo waren Sie eigentlich? Wir waren vorhin schon mal hier. Heute Morgen waren wir im Zoo. Und als Olga noch nicht zurück war, bin ich mit Emma zum Entenfüttern. Entschuldigung, ich habe vergessen, in welchem Krankenhaus liegt meine Schwester? Im EKH. Können Sie mitnehmen. Wir haben eh noch was zu besprechen. Olgas richtiger Name ist Magda. Und sie ist illegal in Deutschland. Aber sie lebt. Der Krieg. Ich bin nach Deutschland gekommen als anerkannter Kriegsflüchtling. Nachdem unsere Eltern gestorben waren, habe ich Anträge gestellt, damit Magda zu mir kommen durfte. Aber der Krieg war vorbei und Magda war schon 19. Und somit wurden die Anträge abgelehnt. Aber falsche Papiere, das ist strafbar. Auch für uns als Olgas, also Magdas Arbeitgeber. Es tut mir leid, wenn wir in Schwierigkeiten gemacht haben. Wir waren verzweifelt und Magda wollte unbedingt arbeiten. Sie ist so dankbar, dass sie in Sicherheit leben kann, ohne Angst vor Soldaten und Bomben. Wer ist Olga Dubitsch? Ich habe nur für meine Schwester ihre Identität besorgt. Gekauft? Ja, gekauft. Magda ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Wieso hast du eigentlich nicht gesagt, dass du noch einen Termin an der Uni hast? Ich weiß nicht. Ich wollte nur helfen. Es tut mir leid. Also werde erstmal gesund. Darf ich trotzdem auf Emma aufpassen? Magda, wir müssen uns anzeigen, weil ich dir falsche Papiere besorgt habe. Und ich muss zurück? Alleine? Wir reden mit der Ausländerbehörde, dass du bleiben darfst. Und wir helfen dir dabei, einen guten Anwalt zu finden. Das werden wir nie vergessen. Wir auch nicht. Ich konnte mich wirklich an nichts erinnern. Und dann wollte ich Pjotr beschützen. Bist du mir noch böse? Nein, Magda. Ich bin dir nicht mehr böse. Hallo. Ah, na, da ist ja die kleine Emma. Frau Gott mir schon erzählt. Na du, Maus? Oh. Also, ich geh dann schon mal raus. Ja, tschüss, Philipp. Tschüss, Jasmin.
hatte noch nie solche Angst in meinem Leben. Auch wenn du es mir nicht glaubst, wir haben alle mit dir gelitten. Du, Jasmin, das tut mir leid. Ist schon gut. Du musst eine Weile ohne dein Kindermädchen auskommen. Olga trägt noch eine ganze Zeit Gips. Olga heißt Magda. Wie? Erkläre ich dir später. Ich will zu meinem Kind. Ich bin mal gespannt auf die Schanzendemo morgen. Beim letzten Mal haben sie ja echt zig Autos angezündet. Also bei uns macht sowas keiner. Die werden bei euch ja auch gleich gevierteilt oder sowas. Erst geköpft, dann gefangen, dann gespießt auf heiße Stangen. Ja, aber das ist doch mal Schiller, oder? Ach, Schiller, jetzt hör doch auf. Im Wolfgang Amadeus Mozart war das. Mozart! Die Entführung aus dem Serail, komische Oper in 3 Akten, 1782. Gesundheit. Endlich einer mit Bildung. Hallo, ich wollte mich mal zurückmelden. Und na, endlich. Wie geht's dir? Ja, gut, ein bisschen erschöpft und sehr glücklich. Und der Kleinen geht's gut, wie man sieht. Ja, ich glaube, sie ist die Einzige, die heute richtig Spaß hatte. Danke. Kannst du mir bitte mal erklären, was du hier machst? Ich dachte, ich komme vorbei, weil... Franzi, das war mit Sicherheit der längste Tag deines Lebens. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Fahr nach Hause, zu deiner Familie, setzt euch ins Auto und fahrt... Wo wolltet ihr noch mal hin? Sagt Peter Ording. Das liegt an der Nordsee. Ja. Soll es am Wochenende nicht schneien? Mhm. Mhm. Und was ist mit der Demo morgen? Die schaffen wir gerade noch ohne dich. Also los, Abmarsch. Danke. Schönes Wochenende.